Schritte in die Zukunft. Glasfaserausbau in Minsleben und Redebar. Für die Wernigerode Ortsteile Minsleben und Redebeer ist dieser Tag wirklich wichtig. Für die etwa 800 Einwohner geht eine lange Phase der Unsicherheit zu Ende, denn die MDDSL, die Mitteldeutsche Gesellschaft für Kommunikation aus Barleben, beginnt mit dem Ausbau von Fiber to the Home, Glasfaser bis in die Häuser. Um das würdig zu begehen, gibt es einen kleinen Empfang unter freiem Himmel und auch Landrat Thomas Balcharowski weiß, dass es gerade hier länger gedauert hat. Also wir haben etwas Mühe gehabt, hier in Redebar und Minsleben den Breitbandausbau voranzutreiben. Es gab zurückgegebene Lose, es gab Neuausschreibungen, es gab neue Beantragungen auch für Fördermittel und Ähnlichem. Und jetzt haben wir es aber endlich geschafft, dass tatsächlich nicht nur der Breitbandausbau, also Vectoring-Ausbau stattfindet, sondern auch Glasfaser, also richtig der Sprung nach vorn. Für diesen Sprung nehmen die Verantwortlichen den Spaten in die Hand und beginnen symbolisch mit den Arbeiten. Im Wettlauf mit dem nationalen Wettbewerb hat das regionale Unternehmen MDDSL hier die Nase vorn. Bis jetzt haben sich schon mehr als 30% der Haushalte für einen Glasfaseranschluss entschieden. Und wenn die Anwohner sehen, dass die Bohrspüler jetzt beginnen, werden es mit Sicherheit deutlich mehr. Auf den Ortschaftsratssitzungen ist das Thema oftmals aufgegriffen worden. Das Internet ist hier zu langsam, wir brauchen schnelleres Internet und dergleichen. Gab es viele Diskussionen und jetzt auf einmal wundert mich, dass eben so wenig Leute hier sind, zum Beispiel zu diesem ersten Spatenstich. Ne? Die andere Sache, warum so wenig das sind, das ist vielleicht auch, weil die Leute unentschieden waren und nicht genau wussten, dadurch, dass es zwei Anbieter gab zum Anfang. Also MDSL und UGG haben ja einen Art Wettbewerb geführt. Und die Leute konnten sich nicht recht entscheiden, zu wem gehe ich. Und haben gesagt, okay, ich warte jetzt erstmal ab, wie sich das entwickelt. Und ja, jetzt sind wir eigentlich ganz guter Dinge und in der Hoffnung, dass es natürlich auch schnell geht. Und ich sage mal, die Aussage bis erstes Quartal ist natürlich sportlich, sage ich mal, aber realistisch aus meiner Sicht. Und da freut man sich natürlich, vielleicht hat man ja schon Weihnachten und kann dann mal ruckelfrei Netflix gucken. Ja, der Beginn des Ausbaus ist für die Ortsteile ganz wichtig, insbesondere mit Blick auf die Planungssicherheit. Wir haben ja viele Jahre gebraucht, um einerseits überhaupt Ausbaupartner zu finden, auch über das Fördermittelprogramm vom Landkreis jemanden zu finden. Und da gab es eine hohe Unsicherheit. Das haben wir jetzt hinter uns. Jetzt bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir hier den Spatenstich begehen konnten und auch den Bürgern signalisieren können, es ist jetzt die nächste Etappe geschafft für den Glasfaserausbau in den beiden Ortsteilen von Wernigerode. Denn das ist das Besondere an diesem Ausbau. Da die Arbeiten mit öffentlichem Geld gefördert werden, das Genehmigungsverfahren hat einiges zur Verzögerung beigetragen, ist das zukünftige Glasfasernetz ein offenes Netz. Das bedeutet... Das ist ein geförderter Ausbau, den wir hier umsetzen und in den Förderrichtlinien stand drin, dass wir mit jedem anderen Provider, der uns fragt, einen Vertrag schließen möchten, der es ihnen erlaubt, zu marktüblichen Preisen unser Netz zu mieten. Das ist die Gesetzesvorgabe, das ist in dem Kooperationsvertrag auch so vereinbart. Deshalb leben wir das. Das heißt, in der Praxis müsste der andere Provider mit uns den Vertrag schließen, kriegt von uns gesagt einen Zugangspunkt, wo er dann sozusagen auf unser Netz kann und kann dann entweder die letzte Meile mieten oder Bandbreite mieten. Um die Breitbandversorgung auch im ländlichen Raum abzusichern, ist das Land Sachsen-Anhalt auch weiter bereit, an dieser Stelle Fördergelder einzusetzen. Das halte ich nach wie vor für richtig, wenngleich sich die Situation etwas geändert hat. Inzwischen ist die Bereitschaft vieler Unternehmen gewachsen, eigenwirtschaftlich auszubauen, das heißt ausschließlich mit eigenem Geld auszubauen. Das erleichtert die Situation für das Land Sachsen-Anhalt etwas, weil wir nicht mehr gezwungen sind, Millionenbeträge für den Ausbau in einzelnen kleineren Dörfern auszugeben. Aber grundsätzlich ist es nach wie vor notwendig, extrem bevölkerungsarme Regionen, wo der Breitbandausbau bezogen auf die Zahl der Bevölkerung viel kostet, auch weiterhin mit Fördermitteln zu unterstützen. Für Minsleben und Redebeer bedeutet das, sie können mit ihrem Glasfaseranschluss jeden Internetanbieter buchen und nutzen. Bis dahin ist aber noch viel zu tun, denn wenn noch in diesem Kalenderjahr die ersten Glasfaseranschlüsse in Betrieb genommen werden sollen, müssen die Arbeiten rasch vorangehen. Alle Genehmigungen liegen vor und mit der Firma Heuer & Sack gibt es einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort.
Also natürlich freue ich mich sehr darüber, dass das losgeht, weil es von mir auch ein gewisses Herzensprojekt ist. Das hat sich so entwickelt. Ich habe viel mit dem Landkreis, speziell Frau Müller, gesprochen, wie man das hinbekommen könnte. Ich habe immer gesagt, wir kriegen das nicht allein hin, weil wir einfach die Möglichkeiten, die Kapazitäten nicht haben. Und dann kam es dazu der Zusammenarbeit mit Andreas Riedel und mit der MDDSL. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass das Ganze dann auch vernünftig funktioniert und vor allen Dingen auch ziemlich schnell gebaut wird. Und noch etwas ist für die Einwohner von Reddebeer und Minsleben wichtig. Für alle, die sich bis zum 31. August für einen Glasfaseranschluss entscheiden, verzichtet die MDDSL auf die Anschlusskosten für 20 Meter ab der Grundstücksgrenze. Und das ist ein aktiver Beitrag zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Genau. Also man kann genauso gut auch auf dem Land leben, vielleicht sogar noch ein Stück besser als in der Stadt. Und insofern gibt es auch keine Nachteile, wenn man jetzt im privaten Bereich unterwegs ist im Internet, aber vielleicht auch dienstlich, weil man von zu Hause aus arbeitet. Das ist dann natürlich auch in Reddebau und Minsleben möglich.